Episode 339 Blended Learning und der Praxistransfer. ISN2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ralf Volkmar bei mir im Podcastgespräch. Wieder im Podcastgespräch werden schon einige Episoden. Ich würde ihn als Lean-Urgestein bezeichnen. Hallo Ralf. Hallo Götz. Das ist ja schon fast ein Kompliment, Urgestein, oder? Ja, also ich würde es definitiv, wenn es jemand zu mir sagt, als Kompliment betrachten. So, jetzt haben wir heute ein ganz spannendes Thema, Blended Learning. Und ich in Anführungszeichen als Insider weiß, dass du auch einen gewissen Hintergrund dazu hast. Aber vielleicht gehen wir erstmal grundsätzlich auf den Begriff ein und dann kannst du ja gern auch deinen persönlichen Bezug an der Stelle noch schildern. Ja, also Blended Learning, man könnte auch sagen, irgendwie Whisky und Blended, ne? Weil das Beste vereinen und so. Ne? Und im Grunde ist der Begriff, also ich würde es mal sagen, vor ja irgendwas 15, 15 bis 20 Jahre ist er irgendwie aufgekommen. Und zwar lange bevor man über E-Learning gesprochen hat, im ureigensten Sinne, gab es ja sowas wie Computer-Based Training. Das heißt, da hat man bestimmte Inhalte, Lerninhalte auf eine CD gebrannt und dann hat man versucht, die Leute in irgendeiner Form zu motivieren, mit dem, was dann da multimedial, wie immer auch multimedial jetzt interpretiert wird, zu bespielen, also dass die halt irgendwelche Inhalte gemacht haben. Und dann kam logischerweise irgendwann die Entwicklung vom Internet und dann hat sich alles das, was halt eben früher auf einer CD war, halt ins Internet verlagert, E-Learning. Und ein Hauptgrund derjenigen, die jetzt nicht so begeistert waren von E-Learning, war, dass das halt eben viel zu wenig interaktiv sei, jetzt also nicht abseits von der Multimedialität, sondern wenn es dann um das Tun geht, dass letztlich E-Learning nicht geeignet sei. Und es ist in der Tat so, dass ich dann mit einem Professor Sauter, der damals noch an der dualen Hochschule in Heidenheim war, glaube ich, ein ziemlich gutes Konzept entwickelt habe, wo wir versucht haben, sozusagen bestimmte Inhalte, wo es jetzt nicht unbedingt eine Präsenzveranstaltung braucht, das im Internet abzubilden, also als E-Learning-Einheit, ne? Und darauf aufbauend dann quasi Präsenzphasen stattgefunden haben. So, wir haben das, ich würde sagen, ziemlich erfolgreich gemacht. Da ist dann später auch irgendwann mal der Verband der europäischen Blended Learning Akteure entstanden, wo ich dann die Vorstand, also die Ehre hatte, als Präsident dort agieren zu dürfen. Und so richtig durchgebrochen ist das, als die Deutsche Post AG sich privatisiert hatte. Also die Bundespost privatisiert wurde zur Deutschen Post AG. Und die haben schon immer, weil, ne, du weißt es und für alle anderen, die es nicht wissen, ich habe ja so einen Refa-Hintergrund. Und die haben immer schon auch Refa-Ausbildung, Refa-Grundausbildung gemacht. Da gab es einen Fachausschuss beim Refa Deutsche Bundespost. Und die haben dann gesagt, im Zuge der Privatisierung, weil diese Grundausbildung halt 8 Wochen dauerte, würden sie gerne die Ausbildung von der Dauer der Präsenzphase reduzieren. Und da es ja so zu sein scheint, dass wir damals über ein Steinbeiß-Transferzentrum ja nicht nur einen Refa-Hintergrund haben, sondern halt eben auch irgendwie uns mit diesem Thema Blended Learning auseinandersetzen, ob wir uns vorstellen könnten, diese Refa-Grundausbildung in einem Blended-Learning-Ansatz zu konzipieren. Was man dazu vielleicht auch wissen muss, ist,
was man der Deutschen Bundespost gar nicht so zugeschrieben hat, dass die sozusagen mediales Lernen schon immer hatten. Die hatten lange vor CDs, hatten die Bildplatten, wo sie beispielsweise Briefzustellerinnen und Briefzusteller die Grundlagen erklärt haben. Also so eine Bildplatte muss man sich vorstellen, wie ein bisschen größer wie eine Langspielplatte, ne? Also wie eine LP. Also gab es da durchaus eine Affinität. Ja, und dann haben wir die Grundausbildung von DREFA von 8 Wochen auf 3 Wochen reduziert und haben Inhalte, Definitionswissen, theoretisches Wissen zu bestimmten Methoden, wie zum Beispiel Systeme vor bestimmter Zeiten und so weiter. Aber selbst auch so Themen wie Zeitaufnahme beim REFA, Teilzeitaufnahme, aber auch eben Grundlagen der Ergonomie, haben wir quasi als E-Learning-Modul, sage ich mal, konzipiert, haben da dazu einen Begleitordner kreiert, wo sich aus den E-Learning-Modulen, es war modular aufgebaut, quasi hin zum Papier Aufgaben ergeben haben, also wo man gesagt hat, okay, jetzt geh in deinen Ordner und das ist eine Aufgabe, löse die und so weiter, weil da auch Zeichnungen gemacht werden mussten, Rechenaufgaben gemacht werden mussten und so weiter und so fort. Und auf dem aufbauend hat dann eine 3-wöchige Präsenzphase stattgefunden. Ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund zum Thema Blended Learning. Ich finde das nach wie vor spannend, weil ich ja glaube, dass auch im Kontext von Lean, in jedem inhaltlichen Kontext, es nicht notwendig ist, dass da vorne einer steht und irgendwie erklärt. Ne? Also also wenn es um Definitionsgrundlagen ein bisschen geht und so weiter. Und ich glaube, dass man das medial viel besser aufbereiten kann. Ne? So. Ja, und da ein Stück weit eben selbstgesteuerter. Naja, klar. Ne? Natürlich übertrage ich da einen gewissen Teil der Verantwortung auf den Lernenden. Aber vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, könnte man es einerseits eine frühe Phase von Digitalisierung von Lerninhalten nennen. So wie wir ja Digitalisierung auch in anderen Geschäftsprozesskontext kennen. Da fällt mir dann immer wieder eine Situation mal bei dem Kunden von mir ein. Dem ging es dann aber unterm Strich. Und hier ist jetzt halt mehr so dieses Präsenz oder ich muss da irgendwo hin und ich bin weg vom Arbeitsplatz. Bei dem ging es ein bisschen flapsig und platt ausgedrückt, aber eigentlich bloß darum, dass nicht schwere Ordner auf die Baustelle geschleppt werden mussten. Weil ja, der PDF halt ein bisschen leichter ist. Durchaus vollziehbar. Aber wenn man das jetzt so auf moderne Gedanken der Digitalisierung, wo ich wirklich mein Geschäftsmodell verändere, überträgt, ist das ja nicht unbedingt ganz das, was man so im Kopf hatte. Nee, aber ich meine, du sprichst schon was richtig Gutes an, jetzt, weil natürlich, also wir reden jetzt von vor 20 Jahren, als dieser Begriff Blended Learning hochkam und so weiter und so fort. Heute spricht man ja unter anderem auch von Gamification und so weiter und so fort. Und die Dinge sind ja immer, also die Motivation, sowas zu machen, ist ja immer gleich. Also auf der einen Seite geht es natürlich darum, Präsenzphase zu reduzieren, also Abwesenheit, ne, das ja letztlich ein Kostenfaktor ist, ne, für ein Unternehmen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren wollen. Glaube, dass man bestimmte Inhalte, also klassisches Definitionswissen, multimedialer besser aufbereiten kann, wie wenn ich da vorne stehe und knall irgendwie PowerPoint-Folien um die Ohren. Dann, wir alle wissen, was mit dem Biorhythmus ist. Und es ist ja nicht so, dass, wenn ich jetzt in einer Präsenzveranstaltung bin, dass alle die gleiche Aufmerksamkeitsspanne haben. Ne? Also das hat ja was klassisch mit Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu tun und so weiter und so fort. Und dann kann ich natürlich auch hergehen und kann weitgehend selbstgesteuert lernen oder mir, sage ich mal, diese Informationen aneignen und kann dann daraus irgendeine Form von Wissen generieren. Und heute sprechen wir von Testimonials bei YouTube. Wir sprechen davon, dass wir Sprachen lernen können. Wir sprechen davon, dass Arbeitsunterweisungen
eben nicht mehr unbedingt schriftlich sein müssen, sondern halt eben auch in einer gewissen Form medial ist und so. Und ob das jetzt dann immer Blended Learning ist, ist ja eine andere Frage. Aber wenn man das reduziert, wenn man den Teil der Medienvielfalt und Möglichkeit in den Kontext des Lernens mit hineinbringt, dann ist das, glaube ich, sehr zeitgemäß. Und ich meine, du und ich, wir sind und viele andere, die uns jetzt zuhören, wenn wir ganz ehrlich sind, ne, wenn wir ganz ehrlich sind, ist von den klassischen Veranstaltungen zu irgendeinem Thema, ob das jetzt FMRA oder 5S oder was auch immer ist, ist, ich würde mal behaupten, ein Viertel nicht notwendig, mindestens ein Viertel nicht notwendig, dass ich da in einem, ich überziehe das jetzt mal, in einem Klassenraum oder in einem Seminarraum sitze oder sonst irgendetwas. Ne? So, und insofern finde ich es gut. Also bin ein großer Freund davon. Ich bin ja ohnehin ein großer Freund davon, dass Menschen ins Tun kommen. Okay. Und weniger sich mit der Theorie beschäftigen, sondern über das Tun quasi mit der Theorie in Anführungsstriche konfrontiert werden. Und dann ist es durchaus hilfreich, dass man sich vorher mit bestimmten Dingen auseinandersetzt. Ja. Ja, und ich glaube, wenn man es eben auf das allgemeine Thema Digitalisierung von Geschäftsprozessen übertrage, da muss ich mich ja viel mehr eben mit dem Geschäftsmodell beschäftigen und damit in der Folge logischerweise mit dem Kunden. Jetzt ist das, wenn man das auf den Lern-Trainingskontext überträgt, ist das halt der Lernende. Ich glaube, der Kunde, der Kunde. Ich glaube, was wir halt über im Grunde Jahrzehnte bis Jahrhunderte hinweg da eigentlich keine Entwicklung stattgefunden hat, weil ein Stück weit natürlich die Lehrer, ein bisschen übertrieben ausgedrückt, ihre Kunden frei Haus geliefert bekommen haben, weil sie es halt mussten. Und ich glaube, so das Thema Didaktik, manchmal werde ich den Verdacht zumindest nicht los, ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das, glaube ich, ist aber eben durch den Aspekt Digitalisierung, und wenn ich es jetzt nicht nur ganz platt digitalisiere, so wie ich halt ein Papierdokument 1 kenne, oder du hast das Stichwort Arbeitsanweisung genannt, halt nicht bloß einfach runterschreibe, was mir durch den Kopf schießt, ist, sondern ich mich viel mehr, wenn ich es tue, mich viel mehr mit dem Lernenden oder mit dem Empfänger, also der nach der Arbeitsanweisung irgendwas tun soll, beschäftige, bin ich viel, viel mehr bei ihm und nütze ihm halt, glaube ich, auch viel mehr, oder? Also unbedingt bejahen, was natürlich in diesem Zusammenhang man wissen muss. Also ich muss nochmal zurück zu dieser Refa-Grundausbildung. Also ich habe ja jahrelang diese Refa-Grundausbildung gemacht in einem klassischen Hörsaal, und ab irgendeinem Zeitpunkt gibt es keine Frage mehr, die du nicht kennst. Ne? Also so, weil es geht immer wieder auf das Gleiche hinaus und so weiter und so fort. Und das hat man halt eben als, ich sage das jetzt mal, als lehrende Person oder als, wie immer man sich dann Trainer oder wie immer man sich dann auch bezeichnet, man hat das abgeschult. Man hat gewusst, zu einer bestimmten Stelle kommt die Frage. Okay, so. Als wir uns dann aber hingesetzt haben und mussten das völlig neu aufbereiten, war das natürlich eine brutale Herausforderung. Ne? Also wir mussten uns mit dem Lehrstoff völlig neu auseinandersetzen. Ne? Also und überlegen, was geht noch, was lassen wir weg, wo ist der Link zu der Präsenzveranstaltung und so weiter. Und das war in der Tat eine Herausforderung. Also diese konzeptionelle Arbeit, ne, das war eine Herausforderung auf der einen Seite. Und woran viele gescheitert sind, und ich glaube auch heute noch scheitern, ist, dass diejenigen, die dann die Präsenzphase machen, aufbauend auf dem, was da sozusagen medial aufbereitet worden ist, nicht in die Falle tappen dürfen, dass sie das wiederholen, was schon in dem medialen Medium abgehandelt wurde. Okay? Also, und ganz konsequent dort ansetzen, wo die Links zu der Präsenzveranstaltung sind. Natürlich entsprechend einem Curriculum und so weiter, weil sonst
läuft ja einerseits die Zeit weg. Und das setzt aber natürlich voraus, und das ist bei Blended Learning, glaube ich, eine der großen Herausforderungen. Wenn ich jetzt das Wort Kontrolle benutze, dann meine ich es wirklich so. Es muss jemand geben, der kontrolliert, und zwar vor der Präsenzveranstaltung, ob die Teilnehmenden die Informationen, ob da immer dann Wissen daraus generiert wurde, ist, das ist ja nochmal eine andere Frage, ne? Aber diese Informationen wirklich haben. Mhm. Weil wenn das nicht da ist, gelingt logischerweise der Transfer in die Präsenzphase nicht, ne? Und das ist, glaube ich, nach wie vor eine Herausforderung. Und denke aber, dass das heute viel einfacher ist, weil wir alle irgendwie entweder vom Smartphone sitzen und Inhalte medial konsumieren oder vom Laptop oder wo auch immer. Das heißt, es hat heute eine viel höhere Akzeptanz, und ich würde sogar behaupten, dass sogar Teilnehmende sagen, warum hocken ich da? Das hätte mir ein Tutorial oder wie auch immer oder ein Video, wie bei uns auf der Lean Online Academy, völlig ausgereicht. Ne? Mhm. So, ne? Also nehmen wir mal A3 und nehmen wir mal das Thema Problemlösung. Okay? In einem klassischen Seminar fängst du oder in einer klassischen Veranstaltung fängst du auch nicht sofort mit dem A3-Formular an, sondern du versuchst ja auch herzuleiten, wie ist sowas aufgebaut, wie kann sowas aufgebaut sein. Wir alle wissen, dass dann irgendwann das Ishikawa auftaucht, wir wissen alle dann, dass irgendwann diese berühmt-berüchtigten Five Whys auftauchen und so weiter. Und das wäre ja die Voraussetzung. Und das muss ich nicht wirklich in der Präsenzveranstaltung machen. Da gehen auch mediale Inhalte, wie zum Beispiel Videos bei uns. Ja, und wenn wir es jetzt nochmal ganz platt auf den Kontext Schule überträgt, darf es halt nicht so sein, der Lehrer gibt eine Hausaufgabe und in der nächsten Stunde steht die Frage im Raum, wer hat die Hausaufgaben gemacht? Und die, die es halt nicht gemacht haben, der Lehrer spult trotzdem sein Programm. Na, das ist das Problem. Ne? Sondern im Extremfall würde er sagen, okay, ihr geht jetzt halt wieder nach Hause, macht erst die Hausaufgaben, genau. Machen dann erst weiter, wenn ihr sie gemacht habt. Während genau. In der Schule spult er einfach sein Programm ab. Und ich glaube, das ist ja dann, wenn ich jetzt so aktiv drüber nachdenke, das ist ja das Problem auch, wo wir dann eben in Anführungszeichen schlechte Schüler verlieren im Prozess, weil sie halt aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil es nur faule Socken sind, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie die Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann kriegen sie den Stempel auf die Stirn. Sie haben es nicht verstanden. Note 4 und schlechter. Ja, also natürlich in dem schulischen Kontext, also in dem, ich sage jetzt mal bewusst grundschulischen, meine nicht die Grundschule per se, in dem grundschulischen Kontext ist das natürlich, also gibt es, glaube ich, viel zu viele Regularien. Gibt es, glaube ich, viel zu viele Regularien und auch viel zu wenig Freiheiten, also wenn wir von staatlichen Schulen sprechen, ne? So, wo man dann halt eben, und das soll jetzt überhaupt kein, ich will da gar kein neues Fass aufmachen, die mediale Ausstattung oder die Ausstattung von Geräten und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich stimme ich dir unbedingt zu, weil das natürlich auch diszipliniert, ne? Also du musst es ganz konsequent eskalieren lassen, wenn du merkst, dass jemand nicht dafür selbst die Verantwortung übernommen hat, vorbereitet zu der Präsenzveranstaltung zu kommen, dann ist die Konsequenz, dass er dir, wenn du dich an deinen Plan hältst, nicht folgen kann und musst ihn in der nach Hause schicken. Ne? Aber ich glaube, dass das halt eben auch diszipliniert, ne? Also das, ich glaube auch, dass die jüngsten Schülerinnen und Schüler das, was weiß ich, 3 oder 4 Mal machen und dann spätestens ist es rum, ne? Wenn der Lehrer, die Lehrerin dann in die Falle tappt, ja, und will den halt aus irgendwelchen Gründen mitnehmen, ja, dann kannibalisiert sie ja das System selbst, ne? Also dann ist dann so, ja. Gut, jetzt haben wir natürlich, wenn wir unser beider Hintergrund vors geistige Auge holen, also im Lean-Kontext, aber ich glaube, es gilt im Grunde für alles, was ich in einem betrieblichen Kontext habe, an Formen von Weiterbildungen, habe ich natürlich auch unterschiedliche Hierarchieebenen. Und da jetzt auch nochmal nachgefragt, die Frage an dich als Fachmann, ergeben sich daraus noch Unterschiede? Weil so im klassisch-schulischen Kontext sind ja alle gleich. Ich habe halt die Klasse. Alle irgendwo in einem Altersrahmen. Das sind jetzt Elemente, das habe ich ja notwendigerweise in einem betrieblichen Kontext so vielleicht nicht.
Ja, diese gleichen Voraussetzungen, einerseits was die Hierarchie angeht, aber eben auch das Vorwissen. Also ich würde das Thema Hierarchie erstmal nicht an den Punkt Vorwissen anknüpfen, weil das ja nicht bedeutet, dass in einer wie auch immer gearteten Hierarchiestufe man davon ausgehen kann, dass jetzt der drei Hierarchieebenen höher ist, mehr Vorwissen hat, wie jemand, der drei Hierarchieebenen unter ist. Ne? So. Also das wäre ja zu klären. Ne? Also machen wir mal Folgendes. Mal angenommen, es käme ein Unternehmen auf uns zu, also auf dich und mich, und würde sagen, wir haben da ein Thema. Die Gruppe ist heterogen, das heißt, wir haben vom Shopfloor bis hin zur Ebene des mittelständischen Unternehmen, was weiß ich, bis hin zum Abteilungsleiter, haben wir Qualifizierungsbedarf zum bestimmten Thema. Das Erste, was wir doch machen würden, ist, dass wir die Frage stellen würden, und zwar jetzt mal unabhängig davon, ob das dann multimedial und in Verbindung mit Präsenzveranstaltungen und so weiter, das Erste, was wir doch fragen würden, ist, was glauben Sie denn, ein bisschen Vorwissen da ist? Okay, sollte sich in dem Zuge herausstellen, dass in der Tat unterschiedliches Vorwissen da ist, und zwar unabhängig von der Hierarchie, ja, dann müsste ja so ein Konzept gemacht werden. Dann müsste ja so ein Konzept gemacht werden, wenn ich jetzt wieder in einen Blended Learning Kontext gehe, wo ich sage, also da gibt es, was weiß ich, 20 Module, und die sind von A bis X behandeln die das Thema. Okay? Und dann könnte sein, dass da eine Gruppe ist, die muss jedes einzelne Modul, das dann idealerweise aufbauend aufs nächste ist, bearbeitet werden. Okay? So. Und dann gibt es wieder eine Gruppe von Menschen, nochmal frei von der Hierarchie, wo man sagt, okay, wenn du glaubst, dass du dieses Vorwissen hast, dann mach beispielsweise den Test, ja, ohne dass du dir das Modul anguckst. Und wenn du den Test bestehst, hast du quasi die Zugangsberechtigung zum nächsten Modul und so weiter und so fort. So. Was ich damit sagen will, ist, ich will es gar nicht so sehr an die Hierarchieebenen grenzen, andocken. Erstmal, wenn es ein gemeinsames Ziel, also ein gemeinsames Lernziel gibt, okay? Sondern ich würde es ans Vorwissen andocken. So, jetzt komme ich aber zur Hierarchie. Die Frage ist ja, die du stellst, wird deswegen interessant, weil man sich ja die Frage stellen muss, ist, ob eine Hierarchieebene höher im Vergleich zu irgendeiner anderen überhaupt in der Tiefe dieses Wissen haben muss zu diesem Thema. Oder eben Okay? Schwerpunkte. Genau. Und damit haben wir aber zwei unterschiedliche Lernziele. Ne? Was ja nicht bedeutet, dass dann das, was man medial gestaltet, für andere, also für die, die mehr Vorwissen haben, gesperrt wird. Also das kann man denen ja zugänglich machen oder so. Aber man würde dann zielgruppenspezifisch die Leute lenken und natürlich auch, ich mache das jetzt mal schulisch, auch versuchen, Lernziele formulieren und sagen, dieses Lernziel erreichst du, wenn du dir zum Beispiel, was weiß ich, die Wechselwirkung von 5S mit anderen Lean-Methoden anguckst oder so, irgend sowas. Ne? Zum Beispiel. Ne? Also so würde ich rangehen. Ist natürlich aufwendiger, ist völlig klar. Ja, aber wenn man Qualifizierung ernst nimmt, muss man sich vorher damit, glaube ich, beschäftigen. Gerade Personalentwicklungsabteilungen sollten sich darüber ziemlich oft Gedanken machen. Und wir wissen ja, dass in der Regel der Bedarf von der Fachabteilung an die Personalabteilung geht, und die suchen dann irgendwo im Internet, wo gibt es tolle Seminare und so. Ne? Und es findet halt vorher nicht statt, was, oder oft nicht detailliert genug statt, was denn eigentlich bezweckt werden soll. Ja, und ich glaube eben von der Lehrerseite im ganz Allgemeinen, also von der Wissens- Erfahrungsanbieterseite, muss ich mich im Grunde viel mehr mit meiner Zielgruppe beschäftigen. Und jetzt bei den letzten Sätzen von dir ist mir eben auch klar geworden, es gibt gar nicht, also einerseits gibt es nicht diese eine inhaltlich homogene Zielgruppe
Und andererseits, wenn man jetzt so einen anderen Klassiker nimmt, Einführung eines ERP-Systems zum Beispiel, muss ich ja auch ganz gravierend unterscheiden. Na eben. Den Anwendern, die nachher mit dem Ding arbeiten sollen und wie ich mit denen interagiere, nicht bloß auf der Lernebene, sondern mit allem drum und dran und dann eben die, die vielleicht ganz übergeordnet den Wertstrom vom geistigen Auge haben oder noch viel mehr eine Wertschöpfungskette, die platt ausgedrückt natürlich auch ein Stück weit auch den Geldbeutel in der Hand haben. Mit denen muss ich ganz anders sprechen. Naja, also wir haben ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du das mit gemeint hast. Ich möchte ergänzen. Wir haben ja noch zusätzlich dieses Thema, also du hast von Anwendern gesprochen, also wir haben ja, um das mal so zu machen, wir haben ja diejenigen, die zum Beispiel Stücklisten pflegen müssen und Stammdaten pflegen müssen im Produktionskontext. Ne? Und dann haben wir diejenigen, die, was weiß ich, betriebswirtschaftliche Kennzahlen irgendwo reinkloppen in so ein ERP-System oder matchen und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben ja auch noch in einem ERP-System unterschiedliche Anwendungsfälle. Ne? Und damit ist auch klar, dass der Stammdaten pflegt, eher weniger sozusagen den BWL-Teil kennen sollen müssen, muss oder so. Ne? Und dann kann ich halt eben keine, was weiß ich nicht, ich kenne Fass, wo alles überall für alle Gleiche drin ist, über den ausschütten. Ne? Also das wäre nicht zielgruppengerecht. Also, also um das vielleicht auch nochmal zu sagen, das ist ja etwas, was ich sehr bemängle, wie wir heute. Also ich beziehe es jetzt natürlich auf in unserem Kontext Götz, ne? Lean. Ne? Also erstmal ist es ja so, dass, da muss man sich ja nur umgucken, also überwiegend es Weiterbildungsangebote gibt zu irgendwelchen Methoden. Okay, so. Und natürlich auch zu vielen anderen Themen. So. Alle diese Dinge werden überwiegend in Präsenz angeboten. Okay, wenn sich diese Präsenz wirklich darauf konzentriert, dass die Teilnehmenden ins Tun kommen, okay, also wirklich ins Tun kommen, dann bin ich ein großer Freund davon. Wenn es aber darum geht, Grundlagen zu vermitteln, weil ich davon ausgehe, dass die Zielgruppe die Grundlagen noch nicht kennt, dann sind das keine Inhalte, die ich per se in Präsenz transportieren muss. Ne? Ich glaube, in der Pädagogik spricht man von kognitiven Inhalten oder so, aber da bin ich mir nicht so genau sicher. Ne? So. Und das gepaart mit den Vorteilen, die wir vorhin gesagt haben, in Bezug auf Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, nämlich auch selbstverantwortlich dann lernen zu können. Ne? Und dann bleibt in der Tat mehr Zeit, sozusagen den Transfer in die Praxis zu bekommen. Also ich plädiere sehr dafür, dass wir uns mit der Zielgruppe auseinandersetzen, dass wir abgeleitet aus der Zielgruppe den wirklichen Bedarf der Qualifizierung identifiziere und aus dem ein Curriculum entwickle. Also so, das ist so mein Ding. Ja, und ich glaube, es ist eben die große Chance, das andere Extrem auch irgendwo ins Spiel zu bringen, nämlich der klassische Beratungskontext. Ich gehe da rein als der externe Klugscheißer, der das Thema unter Umständen seit Jahrzehnten kennt, helft dann dem Unternehmen bei einem konkreten Problem zu lösen. Funktioniert alles toll, aber ich habe an der Stelle dann nicht die Zeit, in der Durchführung, aber eben ein Stück weit auch in der Vorbereitung, mich mit den Menschen, die da beteiligt sind, zu beschäftigen, in dem Sinne von, dass sie dann auch lernen, es irgendwann, möglichst schnell, selber zu können. Ja, also ich zitiere jetzt mal Götz Ono. Ne? Bildung ist das Lernen, was man nicht weiß, und Training ist wiederholtes Üben dessen, was man weiß. Wir brauchen nicht nur Bildung, sondern auch Training. Okay? Das wird Unterschiede, weil Unternehmen immer von Training sprechen. Also in unserer
ich sage das jetzt mal Blase, kommt ja keiner auf die Idee und sagt, ich suche, Götz Müller, ich suche bei dir eine Schulung. Nein, die sagen, die reden alle von Training, aber sie differenzieren meines Erachtens halt nicht gut genug. Ja? Und jetzt würde ich mich wiederholen. Nochmal, wenn wir das nehmen, was Ono gesagt hat, nämlich das Bildung, das Lernen ist von dem, was ich nicht weiß, und Training, das Wiederholen ist dessen, was ich weiß, dann ist das sehr offensichtlich. Okay, so. Und damit ist klar, dass wenn Bildung erfolgt ist, ich dann ins Training gehe, um das, was ich weiß jetzt, zu üben. Und naja, wem sage ich, also das ist doch, also das ist doch eine der Basics von TBI. Also das ist doch, ne, also, oder? Also wenn wir uns den ADA-Schein angucken, ne? die Ausbildung der Ausbilder, da wird das schon seit zig Jahren immer wieder gesagt. Ne? Also so. Und das sollte meines Erachtens viel mehr wieder in den Vordergrund gerückt werden, weil wir, ich finde, wir sind mit bestimmten Dingen viel zu oberflächlich geworden. Und wenn man das jetzt, um wieder zu unserem Thema zu kommen, wenn man das gut paart mit, wie auch immer dann medial ist, ja, mit einem guten Curriculum, dann bin ich davon überzeugt, dass das nicht nicht erfolgreich sein kann. Ja, und ich glaube eben, mein, das ist ein Thema, das ist im Kern 80 und je nachdem, wie man es betrachtet, nochmal 25 Jahre älter. Aber eben meiner Ansicht nach immer noch gültig von den Grundgedanken her, weil sich halt, glaube ich, so Aspekte wie, was passiert denn zwischen den zwei Ohren in einem Lernprozess im ganz Allgemeinen, im Grunde seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrhunderten nicht verändert hat. Also jetzt würde es zu weit führen, aber der Mensch, also wie das Gehirn von einem Mensch funktioniert, okay, das ist schon ein paar Jahre immer bei allen Menschen gleich, okay? Mir kommt da halt also, eine Situation in den Sinn, wo ich, es ist ein paar Monate vielleicht her, in einer LinkedIn-Situation mal mir die Freiheit genommen habe, auf so eine relativ alte Sache wie die Jobtrainings aus dem TBI zu verweisen. Und dann da die Retourkutsche mir in einem Kommentar entgegensprang, von wegen, ah ja, mit so altem Zeug kommst du jetzt ums Eck, bist du flapsig ausgedrückt. Ja, also, ja, weil, ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Also vielleicht hat derjenige oder diejenige Person sich damit gar nicht auseinandergesetzt und selbst wenn, denken Sie vielleicht, im Zeitalter von Internet braucht man so ein Zeugs nicht mehr. Aber im Grunde hat der TBI ist ja erstmal unabhängig vom Medium, sondern geht es ja um das, wie bringen wir Menschen etwas bei. Ne? Also jetzt Arbeitsunterweisung und so weiter und so fort. Ne? Und so, und naja, da muss man, glaube ich, auch nichts drauf geben. Ne? Also ja, jetzt machen wir kein Bashing. Ja. Jetzt möchte ich aber an der Stelle im Grunde in, sagen wir mal, guter Lean-Tradition noch, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, noch zum Abschluss ein bisschen reflektieren, woran liegt's denn, dass, und natürlich mit der leichten Gefahr vielleicht wieder herkömmliche Lernsysteme, Lernprozesse, Schule vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch das Fett abkriegt, woran liegt's denn, dass wir halt doch in bestimmten Bereichen Sachen verfolgen, gemacht haben über Jahrzehnte hinweg, wo wir eigentlich mittlerweile schon ziemlich gut wissen, dass es nicht funktioniert und wir machen es trotzdem noch. Also so ein bisschen eben auf das Pudels Kern zu kommen, um vielleicht dann daraus eben eine Veränderung auch zu erkennen, eine notwendige Veränderung. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist Bequemlichkeit. Ne? Sich mit was Neuem auseinandersetzen, ist ja ein bewusstes Handeln, also zu sagen, also nein, man muss vielleicht mal so anfangen, zu sagen, wie bereit bin ich, das, was ich tue, zu reflektieren? Okay? So, das ist mal das Allererste. Und mir wirklich die Frage stelle,
was könnte man daran verbessern oder was könnte man anders machen? Und zwar losgelöst von dem, was der Markt von mir will. Okay, also so. Und dann könnte ich ja auf die Idee kommen zu sagen, ist das wirklich noch zeitgemäß? Ne? Also ist die Methodik noch zeitgemäß? Ist die Didaktik noch zeitgemäß? Ist es das? Und so weiter und so fort. So, also wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt und sagt, naja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sich die Welt weitergedreht hat, neue Aspekte dazugekommen sind, neue Sichtweisen dazugekommen sind, dann würde es ja bedeuten, dass ich das, was ich bisher im Zweifel auch sehr erfolgreich mache, ändern, anpassen muss. Ich muss es ausprobieren. Also ich muss dann gucken, ist das, was ich als Idee habe, kommt es bei der Zielgruppe an? Ja, nein. Ne? Also wenn ich jetzt sozusagen die lehrende Person bin, okay, also oder die Trainerin oder der Trainer, ist egal, wie man das bezeichnet. Wenn man es im schulischen Kontext, aber auch im Berufsbildungskontext sieht, ist es ja so, dass es irgendwelche Institutionen gibt, die Lehrpläne machen. Ne? Die Berufsbilder festlegen und über diese Berufsbilder Inhalte definieren. Und da wissen wir alle, dass die, also um das mal vorsichtig auszudrücken, nicht aktuell sind. Ne? Also es werden in manchen berufsschulischen Kontext werden noch Inhalte vermittelt, vielleicht die, ich sag mal so, vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß sind. Ne? So, also da ist das System einfach langsam. Ne? Also da ist das, was da dahinter steckt, einfach. Und da verstehe ich auch Lehrerinnen und Lehrer, dass da eine gewisse Unzufriedenheit bei denen hochkommt. Ne? Das verstehe ich. In der Weiterbildung aber finde ich es natürlich tragisch. Ne? Also ist es tragisch, weil wir ja im Grunde auch von Bildung sprechen. Und das bedeutet halt, dass ich Zeit brauche, mich damit zu beschäftigen, um das richtige Angebot für die Mitarbeitenden, die ich beschäftige, die ich bilden und qualifizieren möchte, trainieren möchte, mich hinzusetzen. Aber das macht es natürlich auch bequem und da muss ich ein bisschen in unsere Branche gucken. Da ruft dann ein Mensch aus der Personalabteilung bei dir, mir an, bei irgendeinem an und sagt, ja, okay, wir haben dieses Thema, können Sie das? Und dann sagen die allermeisten, ja, können wir. Gar kein Problem. Ne, kriegen wir hin und so weiter und so fort. Ne. Ah ja, stelle ich mir so, also ich habe das ja, ich erlebe das ja noch heute noch. Also Sie haben doch so viel Erfahrung, Sie wissen doch bestimmt, auf was es drauf ankommt. So, und wenn ich mir es jetzt einfach machen würde, sage ich, ja, gar kein Problem, knalle ich da ein paar Schlagworte ums Ohr, ja, genau, das ist es. Und dann gehe ich rein und mache, was ich will. So, am Ende kriege ich tolle Beurteilung, weil ich in einem schönen Seminarhotel war und weil das Bier abends an der Bar geschmeckt hat und so weiter und so fort. Die Frage ist aber, wie viel davon kommt wirklich in der Realität von den Teilnehmenden an? Also wie viel von dem können sie wirklich transferieren in ihre eigene Praxis? Okay? Und da würde ich sagen, ich bin so provokativ und sage gegen null. Ne? So. Und das ist halt ein Wechselspiel zwischen Nachfrage und Anbieter, weil die scheinbar irgendwie nur einen Job erledigen wollen. Also alle erledigen einen Job. Okay? So. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, gibt es in den Unternehmen irgendjemanden, der prüft, ob das, was die Absicht war, auch tatsächlich erzielt worden ist? Also natürlich werde diese standardisierte Fragebögen, wie zufrieden warst du, hat dir der Bart gefallen oder sonst irgendwas von dem Referent und so weiter und so fort, gefragt und so weiter und so fort. Aber wo steht da, das steht dann natürlich auch, wie viel kannst du für deine Praxis mitnehmen und so weiter und so fort. Ja, okay, gut, dem kann ich vertrauen. Aber wo ist denn die Überprüfung, ob das wirklich in der Praxis ankommt? Es gibt ja noch zig andere Gründe, warum das nicht ankommen kann. Hierarchieebenen, ich darf nicht, ich soll nicht oder sonst irgendetwas oder so. Aber das findet ja gar nicht statt. Das ist halt ein bisschen schade, finde ich. Ne? Also arg schade sogar. Ja, ich würde nicht sagen, dass es gar nicht stattfindet. Ich entsinne mich da an zwei Ausbildungen, die ich mal gemacht habe.
einerseits Projektmanagement, andererseits eben Six Sigma-Ausbildung. Da war das schon ein zentrales Element, aber natürlich ein Stück weit mit dem Risiko. Wir sind so Pi mal Daumen knappe 20 Leute gewesen. Und da wurde dann wirklich, musste ein Projekt durchgeführt werden. Da mussten, und das war so mit einem Kriterium, bestimmte, auf einem bestimmten Niveau mussten Einsparungen stattfinden. Und wenn du das halt nicht von einem Controller unterschrieben nachweisen konntest, dann hast du den Zettel nicht gekriegt, das Zertifikat nicht gekriegt. Mit dem Risiko natürlich, dass vielleicht dann an irgendeiner Stelle einer hinterfragt oder auch nicht hinterfragt, sondern es nur feststellt, dass es nicht passiert ist. Und wenn ich das jetzt im Extremfall aus der eigenen Tasche zahlen muss, überlege ich mir vielleicht, ist mir das wert, das Zertifikat dann nicht zu bekommen, zwar was gelernt zu haben, aber den Zettel nicht zu haben. Ja, also das, was du da angesprochen hast, also Six Sigma, das lebt ja auch stark von der Anwendung dessen, was da irgendwo vermittelt worden ist, ne? Also Projektarbeit und so weiter und so fort. Also da hat das Konzept ja selbst schon irgendwie einen Bestandteil von Transfer oder so, ne? Also da geht es ja auch stark in die Selbstverantwortung, etwas tun zu müssen, und wenn du das nicht bringst, dann kommst du nicht weiter oder so, ne? Also es gibt durchaus, nennen wir das mal Ausbildung, weil Six Sigma ist ja am Ende dann doch eine Ausbildung, ne, ja. wo man was bekommt oder so, ne? Also, wo das okay ist, ne? Also wo das einfach im Konzept drin ist, ne? So. Bei allen anderen würde ich sagen, kann man überlegen, ob man sich da anlehnt an sowas, ne? Also, und ich plädiere halt dafür, ne, dass man sich anlehnt daran. Immer wieder überprüft, ob die Teilnehmenden das, was sie irgendwo gehört, gelesen, mitbekommen, sich irgendwo angeguckt haben, vorgetragen bekommen haben oder wie auch immer, ob das wirklich in der Praxis ankommt. Ja, und eben ein Stück weit als die, wenn ich wieder das Modell oder das Beispiel des ERP-Systems nehme, wenn ich diejenigen denen mitgebe und andererseits die aber für sich das auch auf dem Schirm haben, jetzt da halt die Weiterbildungsabteilungen, dass sie halt ihre internen Kunden, nämlich die Fachabteilungen, wirklich auch fragen, was möchtest du da erreichen mit dem Training? Ja. Halt nicht nur klar. Training, nehme ich mir den Trainingskatalog und suche, wo die passenden Stichworte sind, und dann ist es das. Ja, ja, und das jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir vorhin schon mal gesagt haben, und das findet halt nicht statt. Ne? Also wenn man das jetzt in den klassischen Kundenlieferantenkontext bezieht, wenn der Kunde nicht sagt, was er haben will, kann ich als Lieferant auch nicht helfen. Ne? Also das ist ja, ne? Also ich kann mich sehr an dem Kunden orientieren, aber wenn der mir nicht sagen kann, was er braucht, dann kann ich ihm halt auch nicht helfen. Ne? Und, ja, aber ein Stück weit, und ich, jetzt wo wir gerade noch mal drüber reden, kommt mir eine andere Situation in den Sinn, wo ich auch diese interne Kundenlieferantenbeziehung habe, im klassischen Produktentwicklungskontext, wo mein Kunde im Grunde die Fertigung ist, und du möchtest an der Stelle, oder ich glaube, ich habe es mal erzählt, aber du möchtest nicht wissen, was ich da schon erlebt habe, nämlich, dass der Entwicklungsabteilung gar nicht klar war, meine Fertigung ist mein interner Kunde. Und damit aber auch ein Stück weit eine Form von Verpflichtung einhergeht für den Kunden. Eben anders wie für den externen Kunden. Der weiß es nämlich manchmal einfach nicht. Oder kommt gar nicht auf die Idee, so im Sinne von schnellere Pferde und all diese Geschichten. Aber dieser interne Kunde, der hat im Grunde auch die deutliche Verpflichtung, die Produktion hat die Verpflichtung ihrer Entwicklung zu sagen, hey, ich brauche das. Ja, ja. Damit also, ich produzieren kann. Völlig klar, ne? Also, wir wissen, und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen auch, dass das Thema Kundenlieferantenbeziehung, ob nun wohl extern ohnehin eher weniger im Fokus ist, aber erst recht die interne Kundenlieferantenbeziehung so gut wie gar nicht im Kopf ist, ne? Weil die Entwicklungsingenieure und die Produktion, ne? Also da haben wir halt eben das klassische Abteilungsdenken, ne? Dann. Jo, ne? Und wenn das nicht da ist, also zu verstehen, wo ich Kunde und wo ich Lieferant bin und welche Pflichten sich daraus ableiten, wenn das nicht klar ist, warum soll es dann im
Qualifizierungskontext funktionieren. Also nein, natürlich nicht. Fand ich jetzt zum Abschluss ein interessanter Bogen, den ich jetzt am Anfang, wo wir uns über das Thema bestimmt hatten, gar nicht erwartet hätte. Aber es gibt halt so ein paar, man könnte schon fast sagen, universelle Weisheiten vielleicht sogar, die sich auf unheimlich viele verschiedene Bereiche abbilden lassen. Und dort aber, wenn man sich es dann mal bewusst macht, einen unheimlichen Unterschied machen können. Nicht nur in klassischen Produktionswertstrom und Co., sondern halt auch in so einem im übertragenen Sinne wissensgenerierenden, erfahrungsgenerierenden Wertstrom, wo ich aber genau die gleichen Mechanismen habe. Naja, klar. Logisch. Also am Ende gibt es, also ich kann es ja vielleicht nochmal auf eine andere Ebene bringen, es gibt Nachfrager und es gibt Anbieter. Ne? So. Und was der Nachfrager hat, eine Idee, oder weiß sogar vielleicht ganz genau, was er haben will. Okay? So. Und das tut er in irgendeiner Form formulieren. Und wenn es nur den Eintrag in der Suchmaschine ist und so weiter und so fort. So. Und dann recherchiert er und dann wählt er aus, auf der Grundlage von dem, was er da findet, wo er glaubt, dass das Bedürfnis, das er da hat, am meisten befriedigt wird. Und genauso ist es halt eben in dieser Kundenlieferantenbeziehung, interne Kundenlieferantenbeziehung. Der Lieferant, Personalabteilung, müsste dem Kunde sagen, du pass auf, das, was du mir da sagst, ist viel zu unspezifisch und ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Also das ist ja dann schon fast auch, wie soll ich sagen, ein Entwicklungsprozess meines Kunden, ne? Also ihm zu sagen, du pass mal auf, jetzt lass uns mal hinsetzen und lass uns mal herausarbeiten, was wirklich ein Thema ist. Wenn du von mir erwartest, dass ich für dich, bleib mal dabei, eine gute Qualifizierung organisiere, also inhaltlich organisiere, dass ich wirklich in Anführungsstriche die Besten finde, muss ich dein Bedürfnis kennen. Ja. So. Und das findet nicht statt. Ne? Also ehrlich gesagt glaube ich, dass weniger wie 15% beschäftigen sich so damit. Ne? Weil leider die Personalentwicklungsabteilung halt eben immer mehr zu irgendeiner Form von, weiß ich nicht, Verwaltungseinheit geworden ist. Und viel zu wenig interagiert. Ja, und ich fand das jetzt eben sehr spannend zum Abschluss. Du hast den Begriff jetzt auf. Es gibt halt nicht nur einen Lieferantenentwicklungsprozess, sondern es gibt halt auch einen, das ist vielleicht ein Stück weit auf den ersten Blick erstmal ein bisschen ungewöhnlich, es gibt auch einen Kundenentwicklungsprozess. Ja, klar. Zumindest intern. Und ich glaube, das kann man immer wieder sich vors geistige Auge holen und kann dann im Grunde nur, auch wenn es ein gewisser Aufwand bedeutet, nur gewinnen. Ja. Prima. Ja. Ralf, ich danke dir für deine Zeit. Ja, an der Stelle, ich wiederhole mich immer wieder und auch in der Wiederholung wiederhole ich mich immer wieder, dass Aspekte dabei waren, die ich mir am Anfang hätte gar nicht so vorstellen können, wie man manchmal vom Hundertsten ins Tausendste kommt, aber doch immer wieder interessante Erkenntnisse hat. Ja, ich danke dir. Danke dir, Götz. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Ralf Volkmar zum Thema Blended Learning und der Praxistransfer. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 339. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.